Die erste Jury-Sitzung ist natürlich immer was ganz, ganz Besonderes, weil es ja letztendlich wirklich darum geht, aus der Vielzahl von Bewerbungen, sowohl innerhalb unseres Clusters als auch in den anderen Clustern, dann wirklich im Grunde eine Shortlist zu erstellen. Es ist immer wieder spannend, letztendlich auch zu hören, welche Bewerbungen, welche Innovationen in den anderen Clustern eingereicht worden sind. Wir sehen natürlich auch, dass es ganz häufig Schnittstellen gibt zwischen unseren einzelnen Clustern. Aber besonders Spaß macht natürlich auch, für seine Favoriten zu kämpfen und zu sehen, dass die in die zweite Phase kommen. Viel diskutieren tun wir mit der gesamten Jury natürlich an Stellen, wo es eben wirklich auch erforderlich ist, dass die unterschiedlichen Expertisen, sei es Bereich im IT, Software, Hardware und dann aber auch in den einzelnen Branchen letztendlich zusammenkommt. Wir in unserem Cluster hatten ja 76 Bewerbungen. Da denkt man natürlich wirklich, wie soll ich da Favoriten rausfiltern, vor allen Dingen innerhalb des Clusters Medien, IKT, Kreativwirtschaft ist die Vielfalt natürlich unendlich groß. Aber man macht sich da so nach und nach ran und wir haben ja auch wirklich Kriterien, an denen wir uns auch orientieren müssen. Und da kommt es dann eben doch vor, dass die Liste letztendlich immer kürzer und kürzer und kürzer wird. Und wichtig ist eben, dass alle 5 Jurymitglieder jetzt in unserer Teiljury sagen, okay, das sind unsere Top 4 oder 5 und mit denen gehen wir hier in die große Jury ins Rennen.